Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Gut, dass wir so schnell hier sein konnten. Margot, Tom. Was hat er? Was hat Adams mit ihm gemacht? Hypoglykämischer Schock, gezielte massive Unterzuckerung. Der Tod trat vor etwas mehr als 12 Minuten ein. Sie haben ihn so, nur im Bademantel, über den Fluss geschafft? Tom, geben Sie St. Clair bitte Ihre Jacke. Sonst holt er sich ja auch noch den Tod. Ich kümmere mich um die Leiche von unserem T-Rex. Helfen Sie mir bitte, ihn in den Wagen zu schaffen. Denken Sie bitte daran, dass Adams den Totenschein sehen will. Tom, Sie fahren. Geht klar. Sagen Sie Adams, ich faxe Ihnen eine Kopie zu. So, jetzt müssen wir aber los. Unsere Leiche hier ist ja schon fast kalt. Wie steht's mit ihm? Bekommen Sie ihn wieder hin oder sind wir zu spät gekommen? Er müsste sich noch ein letzter Funken Leben finden lassen. Er bekommt gleich reichlich Glukose. Komm schon. Merde, das war nichts. Also nochmal. Verdammt! Komm, T-Rex, kämpfe! Du willst es nicht anders. Mehr Strom. Haben Sie ihn verloren? Ich habe hier niemanden verloren. Da ist er ja wieder, unser kleiner Prinz. Du brauchst wohl immer die volle Ladung, was? Victor. Victor, kleiner Bruder. Du darfst noch nicht gehen. Ich brauch dich doch noch. Ich... Deine liebe Fee Morgane. Tom, fahren Sie durch nach New York. Trons kleiner Bruder Victor weilt wieder unter den Lebenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, seit vor gut einem Jahr, im März 2000, die Aktienkurse an den weltweiten Finanzmärkten nach einem zuvor beispiellosen Höhenflug erstmals ins Minus drehten, haben sich die Verluste noch nie so dramatisch zugespitzt wie heute. Allein der Dow Jones Index verlor in den letzten 5 Handelstagen über 800 Punkte. Auch der Index für die Hightech-Aktien der Nasdaq setzte seine Talfahrt fort und durchbrach nach seinem Allzeithoch von 5.048 Punkten vor 12 Monaten nun die 2.000-Marke nach unten. Der Zeitschrift Business Week zufolge erwarten Analysten der Wall Street ein weiteres Absacken bis auf knapp 1.000 Punkte in den nächsten Wochen. Gemessen am Umfang der Wertverluste gehörte der jüngste Kurssturz zu den schlimmsten Einbrüchen aller Zeiten. Allein die Kursverluste der Nasdaq und der New Yorker Börse zusammen beliefen sich in dieser Woche nominell auf mehr als 4,6 Billionen Dollar. Eine Summe, die dem Umfang der Wirtschaftsleistung von Japan und Südkorea zusammen entspricht oder dem gemeinsamen Umsatz sämtlicher Automobil-, Stahl-, Maschinen- und Ölunternehmen der USA. Damit dürfte der Zusammenbruch der Spekulationsblase um Aktien der Hightech-Branchen, der sogenannten New Economy, in seine wohl dramatischste Phase eingetreten sein. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Kannst du die unsterbliche Wahrheit verstehen? Puh, das war wohl knapp.
Unser Berliner Studentenfreund Georg Brandt, als Hacker eigentlich nur unter dem Pseudonym T-Rex bekannt, ist wieder im Leben. Und in New York. Aber das weiß er noch nicht. Eigentlich weiß er noch nicht einmal, dass er wirklich Georg Brandt heißt. Denn die außergewöhnlich schöne, rothaarige Frau mit dem Teint wie zerbrechliches Porzellan nennt ihn die ganze Zeit Victor, nur Victor. Und der junge Mann hat auch keine Ahnung, wie er in dieses über die Maßen luxuriöse Zimmer kommt und in dieses mehr als feudale Bett. Schaut er von seinem Lager hinaus aus dem Fenster, sieht er nichts als den blauen Himmel. Vielleicht noch ein oder zwei Masten, über deren Bedeutung er sich keinen Reim machen kann. Es ist Samstag, 4.25 Uhr PM, New Yorker Zeit, als Victor die Ungewissheit nicht mehr länger aushält und erstmals seit seinem Erwachen aus der tiefsten Bewusstlosigkeit seines Lebens aufsteht. Oh Mann. Was? Verdammt. Wo zum Teufel bin ich? Ah, du bist wach, Victor. Aber du solltest doch nicht aufstehen. Es geht dir noch nicht gut. Aber das ist das Empire State Building da vor dem Fenster. Wo bin ich? Dummerchen, in New York natürlich. In unserem Apartment. Unserem Apartment? Ach, diese Mistkerle, die dir das angetan haben. Dich mir so wegzunehmen, dass du dich an unser gemeinsames Leben nicht mehr erinnern kannst. Mein lieber Victor. Victor. Du bist Victor? Ich bin Morgan Le Fay. Wir leben seit ein paar Monaten hier in unserem gemeinsamen Apartment, dem Penthouse des 425 Fifth Avenue Building. Schaut man aus dem Fenster deines Schlafzimmers die Fifth Avenue nach Süden hinunter, sieht man natürlich das Empire State Building, so wie immer. Was auch kein Wunder ist, schließlich sind wir hier im 67. Stockwerk und können über die übrigen Gebäude hinwegsehen. Tja, ich werde dir wohl glauben müssen. Morgen. Aber ich sehe dieses Bild zum ersten Mal, wirklich. Das schockt mich. Und das gleich in doppelter Weise. Ich kann mich erinnern, mit dir auf dem Dach eines Wolkenkratzers gestanden zu haben. Aber was wir da gesehen haben, das war anders als das da draußen. Und irgendwo war eine Pyramide. Na, das ist doch ein Anfang, Victor. Die Pyramide ist da. Links vom Empire State Building. Schön, Victor, dass die Bilder langsam zurückkommen. Und hoffentlich auch deine Erinnerungen. Denn wir haben viel zu tun. Durch diesen ärgerlichen Unfall vorgestern, mein schöner Victor, haben wir viel kostbare Zeit verloren. Was ist denn eigentlich passiert, dass mein Gehirn so durcheinander geschüttelt wurde? Lassen wir das lieber ruhen. Wichtig ist jetzt, dass du wieder zu Kräften kommst. Leg dich besser wieder ins Bett. So ist gut, Victor. Ich bring dir gleich dein Abendessen. Ich will nur noch deine Anzüge rausnehmen, die zur Reinigung müssen. Der Boy ist gerade gekommen. Sind das alles meine Anzüge? Das müssen ja Dutzende sein. Genau 42. Du hast immer genau 42 Anzüge, Victor. Warum, weiß ich auch nicht. Wobei dir wahrscheinlich keiner dieser 42 Anzüge mehr passen dürfte, Victor. Schließlich hast du in der letzten Woche über 10 Kilo an Gewicht verloren, lieber Victor. Was aber kein Problem ist, mein kleiner Prinz. Du siehst klasse aus, wenn auch erschöpft. Daher wird es viel Spaß machen, von unserer gemeinsamen Beute jede Menge neuer Anzüge zu kaufen. Moment, Beute? Was denn für Beute? Wovon redest du? Siehst du? Daran solltest du dich erinnern, mein lieber Victor. Daran solltest du dich ganz schnell wieder erinnern. Schließlich bekommt man nicht jeden Tag die Gelegenheit, auf einen Schlag 500 Milliarden Dollar reicher zu werden. $500 Milliarden. Was für eine unvorstellbare Summe. Bevor T-Rex, Victor, es richtig begreifen kann, ist seine gute Fee schon wieder verschwunden. Mit einem halben Dutzend seiner 1000-Dollar-Anzüge über dem Arm. Seiner Anzüge? Kann es sein, dass man sein ganzes früheres Leben mit einem Mal vergisst? Sein offensichtlich ziemlich großes Leben?
In Victors Erinnerungen schwimmen nur Schemen einer Bude, kleiner als sein Kleiderschrank hier gegenüber dem Bett, in dem er im Moment liegt, und ein Ausblick auf eine graue Straße. Kein Vergleich mit dem absolut fantastischen Panorama der Skyline von Downtown Manhattan im Licht der untergehenden Sonne. Wer wollte solch einen Traum nicht wahr und wahrhaftig träumen? Zumal mit der offensichtlichen Aussicht auf ein wirklich märchenhaftes Vermögen. Also fügt sich Victor in sein ja alles andere als übles Schicksal und lässt sich von seiner wunderschönen Fee in sein, dummerweise in seinem Gedächtnis irgendwie verloren gegangenes, luxuriöses Leben neu einführen. 3 Tage hält dieser Traum. Dann aber, am Dienstag um 8 Uhr AM, beginnt die Wirklichkeit. Aufstehen! Victor, aufstehen! Genug gefaulenzt! Wie spät ist es? Ich habe doch heute gar keine Vorlesung. Wovon redest du? Du hast dich genug erholt. Jetzt wird wieder gearbeitet. Du hast einen Job zu erledigen. Hast du dich daran immer noch nicht erinnert? Ich habe uns ein Taxi rufen lassen, wir gehen aus. Frühstücken. Ich habe dir deinen Lieblingsanzug enger machen lassen. Müsste dir so passen. Oh ja, was für eine Verwandlung. Einen richtig knackigen Hintern bekommen, mein Bester. Solche Komplimente hat unser Freund nun wirklich noch nie bekommen. Da ist er sich ganz sicher. Schon gar nicht von einer Frau wie dieser Morgan. Zumindest nicht, dass er sich erinnern könnte. Also zieht Victor ein teures Hemd mit goldenen Manschettenknöpfen an, dazu den teuren dunklen Anzug, die seidene Krawatte, auch die handgemachten italienischen Schuhe aus dem Leder, das man einfach immer wieder anfassen möchte. Zuletzt den wahrscheinlich mordsteuren Kaschmirmantel. Victor traut seinen Augen nicht, als er in den Spiegel schaut. Diesen Mann hat er ganz gewiss noch nie gesehen. Und ganz gewiss noch nie in sich gefühlt. Was für ein grandioses Bild. Victors Schritte holen weit aus, als er mit der schönen Frau an seinem Arm zum Fahrstuhl geht, um hinunter in die marmorne Lobby des 425 Fifth Avenue Buildings zu fahren. Sein Gang ist kraftvoll, selbstsicher und gleichmäßig. Eigentlich hatte Victor gedacht, er würde schwerfällig gehen. Aber nein, der junge Mann fühlt sich fantastisch und reich. Und tatsächlich wartet ein Taxi vor dem Ausgang des Gebäudes. Francis Tavern, 45 Pearl Street, oberhalb der Wall Street, bitte. Geht klar. Wall Street? Was wollen wir denn da? Frühstücken. Francis Tavern, ja? Wo sich George Washington anno 1783 von seinen Offizieren verabschiedete, nachdem er die Briten aus Stadt und Land vertrieben hatte. George? Und Ihre Stimme? Kenne ich Sie? Meinen Sie mich? Keine Ahnung, kann mir ja nicht jeden Fahrgast merken. Wenn's recht ist, nehme den Roosevelt Drive und nicht die Fifth. Ist zwar ein Umweg, geht aber um diese Zeit schneller. An der East Side geht es tatsächlich schneller. Und Victor vergisst seine Irritation und genießt die Fahrt durch die atemberaubendste Stadt der Welt. Viel zu schnell hält der Wagen vor dem niedrigen, irgendwie altertümlichen Backsteinbau mit den weißen, symmetrisch angeordneten Fenstern und dem säulengesäumten Portal. Hier, stimmt so. Danke, Mann. Ich wusste gar nicht, dass es so alte Häuser in New York gibt. Hm. Das ist ja wirklich ein Bild von Washington auf dem Zunftschild. Ja, dies hier ist das Heim der Söhne der Revolution und der New Yorker Banker und Broker. Du kannst nirgendwo teurer frühstücken. Ist schließlich das älteste Restaurant der Stadt. Komm, wir warten nicht, bis uns ein Platz angewiesen wird. Wir nehmen gleich den Tisch hier beim großen Kamin. Aber... wer kommt denn da? Henry? Ich habe dich gar nicht gesehen. Schön. Aber setz dich doch zu uns. Baroness, danke. Und wen hast du hier an deiner Seite sitzen? Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ah, entschuldige. Ein Kollege von dir. Victor. Sogar ein berühmter Kollege. Victor ist der kleine Bruder von Tron. Victor, darf ich dir vorstellen? Henry Hudson, der wohl skrupelloseste Broker des Banker Trusts. Freut mich. Aber kennen wir uns nicht? Ihre Stimme kommt mir so bekannt vor. Du und deine Stimmen. Wenn ihr euch kennen würdet, würde ich euch einander ja nicht vorstellen, oder?
Aber da kommt der Kellner endlich. Zweimal Toast, Eier und Speck. Ich weiß, sonst wird hier nur Müsli und Obst gegessen. Aber mein Freund hier braucht was Kräftiges. Du auch, Henry? Oder hast du schon gefrühstückt? Dann noch auf jeden Fall Kaffee. Reichlich Kaffee. Frisch gebrüht. In Tassen. Nicht in der Kanne, danke. Bitte? Du bist Trons kleiner Bruder? Ich wusste gar nicht, dass Tron einen Bruder hatte. Victor im Moment auch nicht. Hatte einen kleinen Unfall. Die Erinnerung spielt noch nicht so mit. Aber ja, unehelich. Väterlicherseits. Deswegen sieht der Tron auch nicht so ähnlich. Wobei ich eigentlich gar nicht weiß, wie Tron aussah. Ist dir aber auch egal. Hudson? Ich erinnere mich, dass ich irgendeinen Hudson besucht habe. Naja, das ist auch nicht schwer hier in New York. Immerhin war mein Namensvetter der Entdecker von Manhattan. Der Fluss im Westen, eine Haupteinfallstraße und noch ein paar andere Sachen mehr sind nach ihm benannt. Oder nach mir. Je nachdem. Es hatte was mit Whisky zu tun. Dann hat es gewiss nichts mit Henry zu tun. Der mag keinen Alkohol. Stimmt's? Stimmt. Mr. Hudson, wie haben Sie diesen Namen denn geerbt? Sind Sie mit diesem Entdecker verwandt? Ach, du kannst mich ruhig Henry nennen. Okay. Und ich bin nicht mit dem Henry Hudson verwandt. Ich habe den Namen angenommen, als ich vor ein paar Jahren nach Amerika kam. Ich bin Deutscher, wie du, offensichtlich auch. Hier in Amerika kann man einfach einen neuen Namen annehmen, wenn man will. Machen sehr viele hier. Ist ja das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und als ich ankam, fiel mir kein besserer Name ein. Wie der historische Hudson bin ich ein Neuankömmling in einer neuen Welt. Und ein Mann im Dienst fremder Herren, der nie findet, was er sucht, aber dafür jede Menge anderes, was ihm Ruhm einbringt. Wie meinst du das? Na, Hudson, der Seefahrer und Entdecker, suchte die Nordostpassage, fand die Insel Jan Mayen und landete schließlich auf Manhattan, was im Westen lag. Und er segelte als Engländer für die holländische Ostindische Kompanie. Dass er für sie Manhattan entdeckte, war irgendwie bezeichnend. Die Ostindie war ja schließlich der erste multinationale Konzern und das erste Unternehmen überhaupt, das Aktien als Unternehmensanteilsscheine ausgab. New York ist ja heute Hauptstadt der Aktien und Konzerne. Noch ein Grund also, warum der Name zu mir passt. Ja, du bist jetzt Broker. Naja, nicht so richtig. Oder doch. Systemanalytiker nennt man das. Ich suche Systematiken in Börsenkursen. Suche quasi den richtigen Kurs durch die Kurse. Um es mit meinem Namensvetter zu sagen, ich bin der Navigator im täglichen Börsenchaos. Gibt es denn da wirklich Systematiken? Ich dachte, das wäre reiner Zufall. Glücksspiel. Ja, für die meisten ist das wohl auch. Für die Zocker. Für die professionellen Teilnehmer an diesem Spiel aber ganz gewiss nicht. Wenn du weiter oben stehst, hast du automatisch einen größeren Überblick, kannst wahre Dimensionen erfahren, Strukturen erkennen. Ja, stimmt. So ein Erlebnis hatte ich vor ein paar Tagen, als... Oh, gut, da kommt das Essen. Ah, schön. Danke. Guten Appetit, Victor. Du erlaubst, Henry? Na klar, nur zu. Lasst es euch schmecken. Mhm. Sag mal, Henry... Was ist denn aus dem anderen Hudson geworden? Die Hudson Bay ist doch auch nach dem benannt, oder? Oh ja. Da haben ihn bei einer späteren Reise seine Leute nach einer Meuterei auf seinem Schiff, der Halbmond, zusammen mit seinem Sohn in einem kleinen Boot ausgesetzt. Man hat nie wieder von ihnen gehört. Sich nur noch an Hudson erinnert. Wie gemein! Ja, wie man es nimmt. Dadurch wurde er quasi unsterblich. Und die Entdeckungen, die er mit seinem Schiff, der Halbmond, machte, sind ja ebenfalls unsterblich. Es dauerte keine 15 Jahre, bis ihm die ersten Siedler hierher folgten. Das war 1624. 30 wallonische Familien, die es in ihrer Heimat nicht mehr aushielten. Ja, New York war schon damals eine Einwandererstadt. Ja, die aber nicht New York hieß, sondern Neu-Amsterdam. Waren ja alles Holländer anfangs. Ich dachte Wallonen. Richtig, auch. Wallonen aus dem holländischen Amsterdam. Holländer sind blond und von heller Haut. Wallonen sind eher dunkler, im Teint, den Haaren, den Augen. Wallonien, das Wort kommt von Welch. Das heißt fremd, anders. Deswegen wollten sie auch weg aus Amsterdam. Moment, Welch, so wie Wales? Richtig, kommt aus dem gleichen Wortstamm. Das Wallis, die Region in der Schweiz ebenfalls, haben alle eines gemeinsam. Sie sind oder waren, zumindest früher, Kelten. Zumindest irgendwie. Kelten.
Seltsam, nicht wahr? Noch seltsamer, wenn man bedenkt, dass manche die Kelten für ausgewanderte Orientalen halten. Daher das dunkle Äußere. Hudsons Schiff hieß ja Halbmond. Merkwürdiger Name für ein Schiff in europäisch-christlicher Mission, oder? Ja, auf jeden Fall. Warum hieß das Schiff denn so? Vermutlich aus Diplomatie. Die Ostindier suchte ja einen neuen Weg nach Asien. Da musste man mit den Arabern rechnen. Die Holländer waren in solchen Dingen clever, sehr fortschrittlich. Damals, zu Zeiten Hudsons, hatten die schon eine Republik, während sich andere noch für Jahrhunderte mit despotischen Herrschern herumschlagen mussten. Die Republik der sieben Vereinigten Niederlande machte sich am 23. Januar 1579 von ihrem Habsburger König Philipp II. Unabhängig und damit von dessen Finanziers, den Fuggern. Wollten lieber auf eigene Kasse die Welt erobern. 23, ja? Was passierte denn, dass wir heute in New York sind und nicht in Neu-Amsterdam? Du bist gerade in Neu-Amsterdam. Hier in der Pearl Street kann man noch die Reste des holländischen Stadthüs des alten Rathauses bewundern, als Ruine unter Plexiglas. Aber der letzte holländische Gouverneur, Peter Stolvesant, musste 1664 die Stadt kampflos den Engländern überlassen. Seine Leute wollten lieber Geschäfte machen als kämpfen. Also ließ man sich assimilieren und überließ es den Briten, kostspielig für Recht und Ordnung zu sorgen und die Infrastruktur aufzubauen. Eine Rechnung, die ziemlich gut aufging. Die Engländer hatten die Arbeit. Die astronomischen Profite der neuen Welt fuhren aber andere ein. Ach ja? Und wer? Zum Beispiel Cornelius Vanderbilt, der Eisenbahnkönig, Holländer. Oder John D. Rockefeller, Deutscher. Auch John Jakob Astor war Deutscher, wobei er eigentlich aus der Südschweiz kam. Wie auch Benjamin Guggenheim, der auf der Titanic starb. Jeweils die reichsten Männer ihrer Zeit. Aber was ist mit J.P. Morgan oder Andrew Carnegie? Das waren doch Briten, die hier in der Stadt reich wurden. Dazu kann ich was sagen. Briten, ja, aber keine Engländer. Carnegie war Schotte. Mein Namensvetter Morgan Waliser. Als die Engländer hier ihren Job erledigt hatten, wurden sie 1783 wieder aus ihrem Neuengland vertrieben. Und die Siedler aus aller Herren Länder übernahmen. Den Sieg feierte man hier, im Francis Tavern. Aber entschuldigt mich bitte einmal. Nach diesem üppigen Mahl muss ich mir mal die Nase pudern. Schweigend schauen die beiden Männer in ihren teuren Businessanzügen der noch wesentlich eleganter gekleideten rothaarigen Frau hinterher. Der eine darüber nachdenkend, woher er diese Frau nun wirklich kennt. Der andere darüber sinnierend, ob ihn diese Frau tatsächlich nicht kennt. Schließlich fällt der Mann, der sich Henry Hudson nennt, eine Entscheidung. Völlig überraschend für unseren Victor steht sein Gegenüber plötzlich auf, zieht eine 100-Dollar-Note aus der Tasche, wirft sie auf den Tisch und zerrt den völlig irritierten Victor vom Tisch hoch und aus dem Lokal. Hey, was soll das? Was willst du? Wo willst du hin? Vertraue mir, die Gelegenheit ist günstig. Der rote Drache ist weg. Komm, wir hauen ab. Warum denn? Lass mich los, ich brauche meinen Mantel. Das nennt man Glück. New York und ein Taxi, wenn man es tatsächlich braucht. Zur Nasdaq, Times Square. Gerne. Sie schon wieder? Was wollen Sie? Ich hatte meine Frühstückspause. Kann ja nichts dafür, dass Sie so schnell mit dem Essen fertig sind. Hätten Sie ein bisschen langsamer gegessen, wäre ich weg gewesen. Du bist mit diesem Taxi gekommen, Victor? Na, schließen Sie bitte die Trennscheibe. Wir brauchen etwas Privatsphäre. Kein Problem. Ich schulde dir eine Erklärung, Victor. Ich muss dich was unter vier Augen fragen. Ohne diese Morgen. Bist du wirklich der kleine Bruder von Tron? Ja. Nein, ich weiß es nicht. Ich trage seinen Namen, seinen Nachnamen. Hier, Sie selbst. Dein Pass? Tatsächlich. Hier steht Victor F. Das Dokument ist echt. Ich erinnere mich nicht mehr an viel, aber ja, ich bin offensichtlich damit eingereist, also wird's wohl echt sein. Sieht zumindest auch verdammt echt aus. Was hast du dann aber mit dieser Morgan zu schaffen? Ich wohne bei ihr. Sie hat sich nach meinem Unfall
seit meinem Gedächtnisverlust um mich gekümmert. Du wohnst bei ihr? Na dann ist es ja gut, dass ich dich mitgenommen habe. Sie nennt sich jetzt Morgan? Morgan Le Fay. Die Fee Morgane. Andere sagen Vater Morgana. Wer je bei der gewohnt hat, ist bisher noch nie zurückgekommen. Wie ist das nun wieder gemeint? Victor schaut den dunkelhaarigen Mann mit den tiefbraunen Augen nachdenklich an. Doch er erwidert nichts. Ein seltsamer Traum, den ich da lebe, überlegt unser Victor. Und er schaut aus dem Fenster des Taxis, das sich mühsam durch den morgendlichen Verkehr New Yorks arbeitet. Bilder steigen in seiner Erinnerung hoch. Ein Déjà-vu. Ein New York, das kein echtes New York ist, nur eine Imagination. Vorbeiziehende Läden, Restaurants, Häuserblocks. Eine falsche Matrix, ein Trugbild, das nicht die Realität ist. Ich gehöre nicht hierher, denkt Victor. Ich bin nicht dieser Mann in diesen teuren Klamotten. Aber wer bin ich? Wo bin ich wirklich? Wieso ist dieses Trugbild nur so verstörend wirklich? Schweigend geht die Fahrt von Downtown Manhattan in Richtung Norden, Midtown. So schachbrettartig die Straßenzüge angelegt zu sein scheinen. Nach einer Weile realisiert Victor, dass sie jetzt diagonal durch die Häuserblocks fahren. Der junge Mann hält nach Straßenschildern Ausschau. Endlich entdeckt er eines. Sie sind auf dem Broadway unterwegs. Der Mann namens Henry Hudson folgt dem Blick des anderen. Ja, der Broadway. Der Bredeweg, wie ihn die Holländer nannten. Die älteste Straße der Stadt. Einst ein Indianerpfad. Bis zur 23. Straße folgt der Straßenverlauf auch tatsächlich diesem alten Indianerpfad der Delaware-Indianer. Ab da übernimmt heute die Fifth Avenue den Verlauf. 23? Und die Fifth Avenue? Da wohne ich. So? Da bist du ja in guter Gesellschaft. Rockefeller Center, Trump Tower, Empire State Building, Central Park, St. Patrick's Cathedral. Alles an der Fifth. St. Patrick? Den kenne ich. So? Ist der nicht schon über 1000 Jahre tot? Die irische Gemeinde hier ließ die Kirche bauen. Sie ist die größte ihrer Art in den USA. Was witzig ist, wo wir gerade bei den Reichen der Stadt sind. Zwei der Altäre der Kirche stammen von Tiffany. Einer von Paolo Medici und genau gegenüber das Rockefeller Center. Sollten wir später nochmal vorbeifahren. Da kann ich dir was wirklich Seltsames zeigen. Ich meine, am Rockefeller Center. Aber, oh, wir sind da. Times Square. $23 genau. Hier, stimmt so. Lass uns darüber zu dem Haus mit den vielen Werbedisplays gehen. Hey, pass doch auf, du! Mann! Das war knapp, hm? In New York ist es immer knapp. Komm rein. Was sind wir denn hier? Das soll die Nasdaq sein? Das sieht ja aus wie ein Fernsehhandel. Ich dachte, hier wären unzählige Trader und würden sich ihre Orders um die Ohren brüllen. Ja, das ist das Market Side Broadcast Studio. Was du meinst, läuft alles über Computer. Die Trader sitzen überall auf der Welt in ihren Büros. Das hier ist nur Show, damit man auch mal etwas zeigen kann. Sind ja nicht umsonst hier im Gebäude eines Medienunternehmens, dem Verlag Condé Nast. Aber komm, hier, zu den Fahrstühlen. Gerade einer da. Mein Büro ist im 7. Stock. Und was machen wir also hier? In 2 Minuten, um 9.30 Uhr, beginnt das Trading auf der Nasdaq. Damit beginnt meine Arbeit. Bis 4 Uhr PM. Der reine Terror, sag ich dir. Und diese Morgan sagte doch, du wärst ein Kollege von mir. Also, kleiner Bruder, hier kannst du was lernen. Zusammen betreten die beiden Männer ein eher kleines Büro. Mr. Henry Hudson, Financial Informations, steht an der Tür. Victor sieht einen Schreibtisch mit einem Laptop, eine elegante Sofaecke und eine Wand komplett vollgehängt mit Bildschirmen, Monitoren und Displays, auf denen entweder Nachrichtenbänder mit Aktienkursen, aktuelle Schlagzeilen oder aber TV-Programme zu sehen sind. Oh mein Gott, was ist das denn? Die wichtigsten Informationsquellen. Die aktuellen Börsenkurse, Ad-Hoc-Meldungen,
Die Nachrichtenmagazine, die News-Ticker der großen Agenturen. Was man halt so braucht. Alles in Echtzeit. Alles direkt vom Absender. Mach's dir bequem, da, auf dem Sofa. Willst du einen Kaffee? Da im Nebenraum ist meine kleine Küche mit einem Kaffeeautomaten. Worauf achtest du denn? Das kann man doch unmöglich alles gleichzeitig im Auge behalten. Oh, das geht eigentlich ganz gut. Ist ja meist immer das Gleiche. Was ich suche, ist das, was unnormal ist, aus der Reihe tanzt oder einer Gesetzmäßigkeit entspricht und damit Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen an der Börse zulässt. Zum Beispiel? Schau her. Da, ich hol's dir auf den großen Bildschirm. Nimm dieses Chart. Es zeigt den Kursverlauf der Nasdaq von 1996 bis heute, also 2003. Erst eine kleine Spitze, Anfang 1999, dann der Gipfel im März 2000, danach folgend der erste Kurssturz. Aber Ende 2000 noch einmal ein Peak, höher als der erste, niedriger als der zweite. Und dann ging es ab in den Keller, bis Anfang dieses Jahres. Drei Spitzen, wie die großen Pyramiden von Gizeh. Das war etwas, das eine Systematik darstellt. Ist das so, ja? Oh ja. Nennt man Chart-Theorie. Die New Economy war ja nicht der erste Hype, der auf diese Weise ablief. Warte, hier, nimm dieses Buch. Der Börsenschwindel von Günther Ogger. Lies ab Seite 269. Ich verspreche dir, du wirst deinen Augen nicht trauen. Scheiße, das kann doch nicht sein. Die Menschen werden seit 400 Jahren auf die gleiche Art und Weise verarscht und ausgeplündert. Genau. Erst der Tulpenwahn der 1630er in den Niederlanden, dann im 18. Jahrhundert die Südseespekulation in England, fast gleichzeitig die Compagnie des Indes in Frankreich und danach Ende des 19. Jahrhunderts der Gründerzeitschwindel in Deutschland. Der erste für Privatanleger ruinöse neue Markt unserer Landsleute. Nach dem gleichen Schnittmuster die Hosse, die der Weltwirtschaftskrise 1929 vorausging. Dann noch mal zwei kleine Ereignisse. 1969 und 1987. Bis dann ab 1996 der richtig große Coup erfolgte. Nasdaq, neuer Markt und die New Economy. Dieser Günther Ogger ist toll, wie er die Parallelen dieser Börsencrashs wunderbar nachzeichnet. Mit dem Hinweis, dass die Verlierer immer die kleinen und mittleren Anleger sind und waren. Die Tycoone aber, die sind immer noch reicher geworden. Nimm diesen John D. Rockefeller. In der Zeit der größten Rezession der Menschheit, also ab 1929, hat der einen legendären Reibach gemacht und auch noch mit dem Bau des Rockefeller Centers an der Fifth Avenue begonnen. Als andere sich weder die Butter auf dem Brot noch das Brot leisten konnten. Die Jungs verlieren nicht, die sitzen höher. Unglaublich. Das war mir gar nicht klar. Und du? Du schaust, ob solch eine Börsenblase wieder losgeht, damit deine Auftraggeber rechtzeitig ein- oder aussteigen können. Exakt. Es ist ja so, dass kein Mensch weiß, wann solch ein Hype tatsächlich losgeht. Da heißt es wachsam sein und die Anfänge erkennen. Damit man weiß, wo in einem solchen Zyklus man gerade steht. Unfassbar. Mit einem solchen Wissen müsste sich wirklich verdammt viel Geld machen lassen. Sehr viel Geld. Fasziniert liest Viktor weiter in dem Buch Der Börsenschwindel und erfährt, wie jeweils in einem Klima aus Schatzgräber-Euphorie, Halbwahrheiten, offenen Lügen und unwahrscheinlicher Geldgier Massen von Anlegern in 4 Jahrhunderten um ihr Erspartes betrogen wurden. Ganz legal, wie es scheint. Nach den Regeln der Aktienbörsen, die jeder lernen kann, aber tatsächlich nur wenige beherrschen. 4 Jahrhunderte grandioser Raubzüge, denkt sich unser Viktor. 4 Jahrhunderte, in denen aber auch die Stadt New York, das Mekka des Geldes, entstand und zu dem wurde, was sie heute ist. 4 Jahrhunderte, die hier wie da mit den Holländern begannen, die dann die Stadt an die Engländer übergaben und schließlich von vielen anderen kopiert wurden. Punkt 4 p.m. schreckt Viktor aus seiner spannenden Lektüre schließlich wieder hoch. Geräuschvoll hatte der Mann, der sich Henry Hudson nennt, seinen Laptop zugeklappt. Feierabend. Bist du durch mit deinem Buch? Hab ja keinen Mucks von dir in den letzten Stunden gehört. Aber was machen wir jetzt mit dir? Ich wohne im Waldorf Astoria. Soll ich dir dort auch erstmal ein Zimmer besorgen?
Später können wir dann weitersehen. Du hast dein Wissen wohl zu nutzen gewusst, was, Henry? Nicht schlecht, das Waldorf Astoria. Wie, John Jakob Astor? Genau, der stammte aus Waldorf. Genau jenem Waldorf, in dem heute die Zentrale der gut bekannten Firma SAP sitzt. Waldorf, Wall Street. Gibt's da auch einen Zusammenhang? Ja, sicher. Waldorf bedeutet das Dorf im Wald. Wall gleich Baumstamm, Pfahl. Und dort, wo heute die Wall Street verläuft, errichteten die Holländer um 1660 eine Pfahlpalisade. The Wall. Die Neu-Amsterdamer Holländer waren Wallonen, Waldmenschen, Welche, die anderen, Fremde, auch Kelten genannt. Die Stadt Waldorf liegt im Kernland der sogenannten Hallstattkultur, dem Zentrum der Kelten in Europa. Du kannst sicher sein, so sehen keine Zufälle aus, zumal das Wappen der Stadt Waldorf eine Eiche ziert. Der heilige Baum der Kelten. Okay, die Kelten. Und was sagt uns das? Erzähle ich dir unterwegs. Wir müssen los. Eilig verlassen die zwei Männer das Büro und das Gebäude, in dessen Parterre das untergebracht ist, was die Welt als umsatzstärkste Börse der Welt kennt, die Nasdaq. Wieder finden sie ohne größere Probleme ein Taxi. Sie schon wieder. Das nennt man Zufall. Und ich könnte schwören, Sie schon vorher gekannt zu haben. In New York gibt es zwei Arten von Taxifahrern. Latinos oder Schwarze. Ich bin davon überzeugt, dass die in irgendeiner Taxifahrerfabrik geklont werden. Aber bitte, schließen Sie wieder die Trennscheibe, ja? Alright. Wo waren wir? Ah ja, die Kelten. Ein grandioses Volk. Die denken nicht in Generationen, die denken in Menschheitszeitaltern. Überlege dir nur Folgendes. Als die Kelten in Europa siedelten, also vor rund 2500 Jahren, sahen sie sich plötzlich den übermächtigen Römern gegenüber, die eine unglaubliche Disziplin lebten. Anfangs konnten die Kelten mit ihrem Wissen mithalten. Besonders gegen deren eiserne Langschwerter hatten die Römer wenig entgegenzusetzen. Aber die Römer lernten schnell und machten das, was ihnen an Technologie fehlte, durch Strategie wieder wett. Die Römer schlugen die Kelten und als die Kelten das realisierten, kooperierten die meisten von ihnen flugs mit dem übermächtigen Feind und warteten in deren Reihe in aller Ruhe ab, bis ihre Stunde schlug. Und die kam, einige hundert Jahre später. Die verbliebenen keltischen Stämme formierten sich als Merowinger, Franken und jagten die letzten Römer zurück auf ihren Stiefel. Wer die Zeit überlebte, das waren die Kelten. Sag mal, musst du dem Fahrer hier eigentlich nicht sagen, wo wir hinwollen? Hab ich das nicht? Ich denke doch, er fährt in die richtige Richtung. Seventh Avenue. Aha, und jetzt biegt er rechts in die 49th West. Gleich fahren wir genau durch das Rockefeller Center. Das Waldorf Astoria liegt keine 500 Meter weit. Fahrer, halten Sie bitte mal. Und bitte warten Sie. Komm, Victor. Ich will dir was wirklich Bemerkenswertes zeigen. Wo wollen wir denn hin? Wo sind wir? Das kennst du hier nicht? Ja. Deine Erinnerung. Das ist das Rockefeller Center. Lass uns hier die Straße runtergehen. Ist die Fifth Avenue, dein Zuhause. Komm, hier links, durch die Channel Gardens, benannt nach dem Ärmelkanal, weil sie zwischen dem Maison Française und dem British Empire Building liegen, zur Lower Plaza. Das Haus da am Ende des Platzes ist das General Electric Gebäude, das GE Building. Gebaut wurde es als RCA Building, benannt nach der Radio Corporations of America. Ist der Sitz des TV-Senders NBC. Zur General Electric gehört. 70 Stockwerke ist der Tower hoch. Von hier aus sieht er schmal und hoch aus, aber er erstreckt sich westlich über zwei Häuserblocks. Im 65. Stock ist übrigens der berühmte Rainbow Room untergebracht. Na, was wollen wir jetzt hier? Ja, wirst du gleich sehen. Schau! Die goldene Statue in dem Brunnen vor dem GE Building auf der Lower, oder wie der New Yorker sagt, Sunken Plaza. Ja, ein überlebensgroßer, nackter Mann. Entweder fällt er aus großer Höhe oder er fliegt. Die Berge hinter und unter ihm sind perspektivisch verkleinert. Irgendetwas hält er in seiner Rechten. Um ihn herum ist ein ekliptisch verschobener Ring mit den Tierkreiszeichen. Was er in den Händen hält, ist das Feuer, das er den Menschen bringt. Das soll Prometheus sein, der Lichtbringer der griechischen Mythologie, der die Menschen erleuchtete.
Der Kulturstifter. Aber schau dir noch mal die stilisierten Berge an, über denen er schwebt. Die Haltung seiner Beine sagt dir wohl eher nichts, oder? Die Beine? Sein linkes Bein ist seltsam angewinkelt. Es bildet fast ein Dreieck. Und die Berge? Mann, das kann doch nicht sein. Ich muss träumen. Du träumst nicht. Du bist hier bei den Rockefellers zu Gast. Und bei General Electric, gegründet von Thomas Edison. Entdeckt und zu wahrer Größe geformt von keinem Geringeren als J.P. Morgan. GE, das heute zweitgrößte Unternehmen der Welt und das einzige, das vom ersten Tag an im Dow Jones Index gelistet ist. Wir sind hier beim ganz großen Geld. Und der Schlüssel zu dieser Macht liegt hier vor aller Augen. Offen und frei zugänglich. Ist das nicht eine unglaubliche Ironie, von den Schöpfern dieses Platzes des Geldes und der Kulturen mitten im neuen Babylon? Die stilisierten goldenen Berggipfel da unter dem Prometheus bilden tatsächlich in der Silhouette exakt die drei Spitzen einer typischen Börsenblase wider, wie wir sie bereits 8-mal in den letzten 400 Jahren erlebt haben. Oder eben die drei großen Pyramiden von Gizeh aus Süden betrachtet. Und schau dich um. Die Flaggen aller Länder dieser Welt säumen den Platz. Findest du nicht, dass das hier aussieht wie ein riesiger Altar? Eine Anbetungsstätte des Geldes und des Goldes? Mit The Rock als Tempel im Hintergrund. Unser Victor ist sprachlos. Der Börsenkurs des Nasdaq zu Zeiten des New Economy Hypes, in Gold gegossen, mitten im Herz des Rockefeller Centers. In Form der mächtigen Pyramiden aus den Kindertagen der Menschheit. Ein Gedanke bemächtigt sich Victors Wesen. Ein Gedanke, der ihn nicht mehr loslassen will. Ein Verdacht. Ein sehr böser Verdacht. Wenn Menschen diese Gesetzmäßigkeit kennen, die den Verlauf eines Börsenhypes beschreibt, wenn sie diese Gesetzmäßigkeit als eine im wahrsten Sinne des Wortes goldene Regel erkannt haben, was hält diese Menschen eigentlich davon ab, diese Regeln nicht auch selbst in Gang zu setzen? Wann immer ihnen nach mehr Geld zumute ist. Das wäre doch wie die Lizenz zum Gelddrucken. Ohne weitere Unterbrechung fahren die beiden Männer schließlich zum Waldorf Astoria, wo Victor tatsächlich ein freies Zimmer bekommt, direkt neben jenem von seinem Begleiter Henry Hudson. Victor reist ohne Gepäck, also wird ein Hotelboy beauftragt, das Nötigste für den neuen Gast zu besorgen. Dazu gehört auch ein Laptop, den das Hotel auf Nachfragen gerne bereitstellt. Victor will einige Nachforschungen anstellen, will seinem bösen Verdacht nachspüren und das kann er, wie er ein wenig überrascht feststellt, tatsächlich sehr gut mit einem Laptop. Zwei volle Tage vergräbt Victor sich für seine Recherchen in seinem luxuriösen Zimmer, lässt sich von seinem neuen Freund Henry Hudson noch nicht einmal überreden, für die Mahlzeiten das Pikfanne-Zimmer zu verlassen. Es ist Donnerstag, 5.18 Uhr, als Hudson wieder einmal einen solchen Versuch startet. Hallo Victor, bist du da? Ah, immer noch am Schreibtisch. Und dein Frühstück steht unberührt auf der Anrichte. Junge, du musst mal was essen. Warst du denn inzwischen erfolgreich? Du hast mir ja immer noch nicht erzählt, was du eigentlich suchst. Ja, Henry, ich hab dich gar nicht reinkommen hören. Ja, was ich suche? Eigentlich weiß ich das nicht wirklich. Du suchst doch nach Anzeichen, wann ein solcher Börsenhype wieder losgehen könnte. Ja. Was, wenn man dazu nicht die Aktienkurse und die Börsennews verfolgen müsste, sondern nur nach dem richtigen Signal, dem Startschuss zur Börsenrallye Ausschau zu halten bräuchte. Wenn die Börsenzyklen kein Zufall mit mystischer Gesetzmäßigkeit sind, sondern eine planvolle Aktion. Wie dieser Autor in seinem Schwindelbuch sagt, nur halt noch viel abgebrühter, abgefuckter, als man zu glauben wagt. Also nicht nur das Abkassieren während der Börsenblase ist getürkt, sondern alles. Naja, der Verdacht liegt nahe. Anfang dieses Jahres akzeptierten im größten Wirtschaftsprozess der amerikanischen Geschichte gleich 10 Broker und Investmentbanken eine Strafe von $1,4 Milliarden
weil sie mit falschen Analysen im New Economy Hype die Kurse nach oben getrieben hatten. Warte, das waren die Citigroup-Sparte, Salomon Smith Barney, die zur Credit Suisse gehörende CSFB, Merrill Lynch, die Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bear Stearns, Lehman Brothers, JP Morgan Chase, Piper Jaffray von der US Bancorp und der UBS Warburg. Man würde glauben, dass kein Mensch mehr von denen einen Blumentopf kaufen würde, aber die sind nach wie vor bestens im Geschäft. 1,4 Milliarden, hm? Ich habe den Artikel darüber im FAZ-Archiv gelesen. Ist dort am 29. April 2003 erschienen. Weißt du, was seltsam ist? Im Tagesschau-Sendungsarchiv ist der entsprechende Beitrag offensichtlich gelöscht worden. Auch in anderen namhaften Medien finden sich keine Berichte mehr über diesen Skandal. Das war wohl ein Betriebsunfall, ein ärgerliches Vorkommnis, weil einer beim Mitverdienen vergessen wurde, dass man lieber aus der Geschichte getilgt haben will. Aber 1,4 Milliarden. Die Anleger wurden mit diesem Betrug um weit über 10 Billionen US-Dollar gebracht. Und ich meine deutsche Billionen. Da ist diese Strafe ein Lacher. Kleingeld. Peanuts. Nein, nein. Was da abläuft, ist dunkler, fieser, konspirativer. Ein permanenter, über Generationen gehender, skrupelloser Angriff auf die Vermögen der Kleinanleger, die zusammen so viel schönes Geld besitzen, dass ein paar wenige auch noch gerne hätten. Denn nur wenn man der ultimativ Reichste ist, ist man auch der Beste. Das beweist ja schon die Existenz dieses Hotels, in dem wir hier sitzen. Du meinst den Streit der beiden Astor-Frauen um den Ruf, New Yorks First Lady zu sein? Weshalb sich die eine das luxuriöse Waldorf-Hotel, die andere daraufhin das noch luxuriösere Astoria-Hotel von ihrem Mann bauen ließ. Ja, das sagt einiges darüber, wie diese Leute ticken. Aber wie soll so eine Konspiration, wie sie dir bei den Börsenraubzügen vorschwebt, funktionieren? Hast du da was rausgefunden? Ja, vielleicht. Könnte sein, warte. Guck mal hier. Ein Bericht über ein Buch über den ersten Börsenhype, die Tulpenmania. Geschrieben von Alexandre Dumas dem Jüngeren. Die schwarze Tulpe. Es ist vielleicht abwegig, aber da ich eigentlich nichts gefunden habe, habe ich dieser seltsamen Tulpe nachgespürt. Dumas war Freimaurer und hat Bücher geschrieben mit jeder Menge Freimaurersymbolik. Und seine Tulpen, Tulpen überhaupt, die brauchen 7 Jahre von der Aussaat bis zur Blüte. Ist dir bewusst, dass jeder dieser Börsenhypes gemäß deiner 3 Spitzen- oder 3-Pyramiden-Systematik exakt 7 Jahre gedauert hat? Von Beginn der Hosse bis zum Ende der folgenden Bässe? Und die 3 ist die heilige Zahl der Freimaurer, die 7 die mystische, wie auch für die Kelten. Es muss nichts bedeuten, aber vielleicht ja doch. Schwarze Tulpen, ja. Black Tulips. Du bist wahrhaftig Trons kleiner Bruder. Der erreichte seine größten Erfolge ja auch dank seiner intuitiven Vorgehensweise. Oh ja. Du bist da absolut auf der richtigen Spur, glaube ich. Los, komm mit. Wir fahren in mein Büro. Dort können wir überprüfen, ob du mit deiner aberwitzigen Theorie intuitiv ins Schwarze getroffen hast. Black Tulip. Es ist einer der ältesten Tricks der Welt. Oh Mann, es war vor meinen Augen. Black Tulip. Und ich habe es all die Jahre nicht gesehen. Jetzt aber los. Diesmal lässt sich Victor gerne überreden, sein Hotelzimmer zu verlassen. Mit einem Taxi geht es durch den abendlichen Stadtverkehr zum Times Square und dem Condé Nast Building. Es ist Mittwoch, 6.30 Uhr PM, als die 2 Männer Henry Hudsons Büro betreten. Dann lass uns mal sehen, ob wir deine Black Tulip finden. Tulpen. Natürlich, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin. Tulpen. Ich krieg mich wirklich nicht mehr ein. Da nenne ich mich all die Jahre Henry Hudson. Hudson, der mit seiner Halbmond die neue Welt in Besitz nahm. Und erkenne das Offensichtliche nicht. Was hast du denn? Ich verstehe gar nicht, was du da faselst. Moment, ich will nur kurz was überprüfen. Ja, hier. Lies selbst. Was ist das?
die osmanische Bezeichnung für Tulpe, Lale, leitete sich aus dem persischen Lale ab. Las man dies rückwärts, ergab sich das Wort Helal, Halbmond. Ach, Scheiße, so hieß doch Hudsons Schiff. Ja, lies weiter, es ist noch nicht zu Ende. Der Halbmond, als ein wichtiges Symbol des Islam, versinnbildlichte Helligkeit, Glanz, Erleuchtung, aber auch Macht. Der Ursprung aller Macht aber ist das Geld. Shit, wo habe ich das nun schon mal gehört? Joseph Kennedy, dem Vater von JFK, ist eines seiner berühmtesten und berüchtigsten Zitate. Aber der Text geht hier noch weiter. Zudem setzt sich das Wort La-Le aus denselben Buchstaben zusammen wie der Name für Allah, den all-einen Gott. Gott ist der Halbmond ist die Macht. Und der Ursprung aller Macht ist das Geld. Drehst du den Halbmond um, liest dessen Namen rückwärts, nimmst also seine dunkle Seite, hast du die Tulpe, die schwarze Tulpe, die dir zu jeder Menge Geld verhilft. Diese verfluchten Geldsäcke. Aber wo finden wir die schwarze Tulpe? Na da, vor uns, auf dem Bildschirm, in all den News-Tickern, Börsenkursen, Nachrichtenmeldungen. Pass auf, ich zaubere für dich. Was meinst du? Was machst du denn da? Na, schau hin. Mein Gott. Was machst du? Was ist das? Der Code dieser Geldsäcke. Wenn du etwas wirklich gut verstecken musst, tu es so offen wie möglich. Die Menschen werden den Wald vor lauter Bäumen nicht erkennen. Die Tulpe kommt ursprünglich aus Persien. Da gab es einen alten Mysterienkult, dessen Hohepriester man Magier nannte, Zauberer. Die Magier aus dem Morgenland, die dem Jesuskind an der Krippe huldigten, die stammten aus diesem Kult. Die beherrschten solche Taschenspielertricks wie diesen hier. Tote aufwecken, Statuen sprechen lassen, übers Wasser gehen, durch die Luft schweben oder versteckte Botschaften in den meistgelesenen Nachrichten der Welt platzieren. Verdammt, die können das. Du siehst es ja selbst. Es kann jeder sehen. Du brauchst nur den richtigen Schlüssel. Die schwarze Tulpe. Black Tulip. Ja, ein Zeichensatz, ein Schriftsatz. Von der International Typeface Corporation. Wer ihn installiert hat, kann die wirklich wichtigen Meldungen zwischen all den vielen bedeutungslosen erkennen. Der Zeichensatz ITC Black Tulip. Ich habe ihn eben online gekauft und installiert. Sie selbst. So werden die Anweisungen an all die Broker und institutionellen Investoren erteilt. Eine Meldung, angezeigt in dieser Schrift und nur sichtbar auf solchen Rechnern, auf denen die Black Tulip installiert ist, sonst sieht man den Text in Standardschriftsatz, gilt als Anweisung, Aktien dieser Firma zu kaufen oder zu verkaufen. So kann man Finanzmärkte dirigieren, ohne dass irgendeine Aufsichtsbehörde etwas mitbekommt oder jemals etwas nachweisen könnte. Es passiert alles offen. Keine konspirativen Treffen, keine verräterischen E-Mails oder Anrufe. Einmal in dieses System initiiert und es funktioniert todsicher. Huh, was für eine Entdeckung. Bist du dir sicher? Ja, es scheint so. Positive Berichte in Black Tulip angezeigt, Kauforder, negative Berichte, alles raus. Einer befiehlt, alle gehorchen. So verschafft man sich einen Wissensvorsprung. Sag mal, du sagtest doch, du hättest einen Kaffeeautomaten da in der Kammer. Kannst du mir eine Tasse machen? Ich brauche jetzt einen starken Kaffee, ich will aber dein wertvolles Equipment nicht kaputt machen. Ich habe leider zwei linke Hände. Ein Kaffee? Ja, doch, klar, klar. Könnte auf den Schreck auch einen gebrauchen. Klein, stark, schwarz, ja? Ja. Komm gleich. Milliarden geteilt durch 3 sind weniger als 500 Milliarden geteilt durch 2. Morgen? Ja, hallo, hier Victor. Ich habe den Code geknackt. Ja, es ist ein besonderer Schriftsatz. Wird an Börsenkurse und News gekoppelt. Wer ihn installiert hat, kann die News als Anweisungen lesen. Ja, steigender Kurs in dieser Schrift kaufen und so weiter. Okay, okay. Ja, ja, so müsste es gehen. Damit rechnen die nie und bis sie reagieren können, ist das Geld schon weg. Und sie können nichts unternehmen, ohne sich selbst bloßzustellen. Mach
Ja, gib mir die Meldung einfach durch. Ich sorge dann von hier aus dafür, dass die Jungs ihr blaues Wunder erleben. Ja, vor 7 Jahren wurde die Saat ausgebracht. Und so wie das hier auf den Displays aussieht, ist die Ernte in vollem Gang. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Ach, und du, Henry, gib endlich Ruhe. Hier hört dich eh keiner, der dich befreien könnte. Und danke für den Tipp mit der schwarzen Tulpe. Die Info hatte mir noch gefehlt. Jetzt ist Zahltag. Der junge Mann, den wir jetzt als Victor kennengelernt haben, setzt sich an den nun verwaisten Schreibtisch und beginnt zu arbeiten. Den ganzen Abend, die ganze Nacht und auch den nächsten Tag hindurch nimmt er mit seinem Handy Anrufe entgegen. Über Newswire, einen frei zugänglichen Börseninformationsdienst, versendet er immer neue, in aller Eile von dienstbaren Geistern zusammengezimmerte Ad-Hoc-Meldungen, die jenen, für die diese Meldungen gedacht sind, in einer ganz bestimmten Schriftart angezeigt werden. Und auf einem der Monitore vor sich an der Wand sieht der junge Mann bald, wie sich irgendwo auf der niemals schlafenden Welt die Kurse der in seinen Meldungen erwähnten Unternehmen mal ins Positive, mal ins Negative verändern. Als Synonym für immer größere Geldbeträge, die im Hintergrund gegen Aktien ihren Besitzer wechseln. Und er ahnt mit zunehmender Begeisterung, wie sich so auf irgendeinem imaginären Konto bei einer namenlosen Bank die erträumten Milliarden anhäufen. Es ist Freitag, 3.20 Uhr, als sich Victor endlich einmal eine Pause gönnt. Der grandioseste Raubzug gegen die grandiosesten Räuber. Und die Menschheit wird es niemals erfahren. Victor? Du bist ja noch da. Was machst du? Lass mich endlich raus, ich muss pissen, verdammt! Ach, halt die Klappe, schwitz es aus. Sag mal, wo kann man denn hier was in der Nähe zu essen kaufen? Ich verhungere gleich. Oh, vielleicht bringe ich dir ja was mit. Verreck, du Arsch! Die Jungs mit der schwarzen Tulpe im Knopfloch werden sowieso bald rausbekommen haben, wer ihnen gerade ihr Geld abnimmt. Ich habe den Schriftsatz mit meiner Kreditkarte bezahlt. In dem Moment, wo sie anfangen, ihr Geld zu vermissen, finden sie mich, dann dieses Büro und dann dich. Und dann werden sie dir in ihrer St. Bartholomew Church die Haut abziehen. Ach, tatsächlich? Hey, Hände hoch! Hey. Legen Sie sich auf den Boden! Die Hände auf den Rücken sofort! So ist gut. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Alles, was Sie dennoch sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen ein vom Gericht benannter Anwalt zugewiesen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Was? Ja, verfluch doch mal. Aua! Sie kennen mich doch auch irgendwoher. Ihre Stimme. Ist das alles hier nur ein beschissener Traum oder was? Ich verspreche Ihnen, es wird Ihr Albtraum. Für Hacker haben wir hier besonders harte Gesetze. Stehen Sie auf! Na endlich. Danke. Es war auch dringend nötig. Ehe sich der noch sichtlich geschockte und noch mehr verwirrte Victor versieht, wird er aus dem Büro und aus dem Gebäude in den vergitterten Fond eines bereitstehenden zivilen Polizeiwagens gezerrt. Der Mann, der ihm die Handschellen anlegt und ihm seine Rechte vorgelesen hat, setzt sich ans Steuer und fährt los. Die übrigen schwer bewaffneten Einsatzkräfte verschwinden in einem dunklen, unbeschrifteten Mannschaftswagen. Wer sind Sie? Jedenfalls sind Sie nicht von der Polizei, oder? Was wollen Sie von mir? Was haben Sie mit mir vor? Sagen Sie mal, kennen wir uns nicht irgendwoher? Sie erinnern mich irgendwie an einen Schokoriegel. Wahrscheinlich, weil ich so einen tierischen Hunger habe. Mein Name ist Davison. Miles Davison. Special Agent der National Security Agency. Und Sie, guter Mann, bedrohen gerade die nationale Sicherheit. In Ihrem Pass steht, dass Sie Victor F. heißen. Ist das Ihr richtiger Name? Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe keine Ahnung. Sagen Sie es mir. Was wird hier gespielt? Wo bringen Sie mich hin? Das ist das Rockefeller Center, oder? Ich möchte mein Recht auf einen Anwalt wahrnehmen. So, wollen Sie. Dieses Recht wird nur Lebenden gewährt.
keiner Leiche. Was soll das heißen? Wollen Sie mich umbringen? Mal sehen. Aussteigen. So, darüber zum GE-Gebäude. Das Rockefeller Center? Was machen denn all diese Menschen hier? Moment. Ist das dort... Ist das nicht der... Amtierende Präsident der Vereinigten Staaten? Doch, natürlich. Und das daneben ihm ist der größte Weihnachtsbaum des Landes. Du hast Glück. Du wirst gerade Zeuge eines der bedeutendsten nationalen Rituale der USA. Der Lighting Ceremony. Siehst du? Der Präsident entzündet das Licht an diesem Weihnachtsbaum und macht es so zu einem nationalen Heiligtum. Und das alles im Angesicht des goldenen Prometheus, des göttlichen Lichtbringers. Ja, man könnte glauben, da steckt mehr dahinter als das Entzünden eines Weihnachtsbaums. Tief erschüttert betritt Victor mit dem NSA-Agent einen Fahrstuhl. Es geht in die 64. Etage. Der Rainbow Room, wie Victor glaubt. Doch der befindet sich eigentlich im 65. Stockwerk. Der Beamte dirigiert seinen Gefangenen in den östlichen Gebäudeteil, in die Radio City Suite, wie Victor auf einem kleinen Schild liest. Nur die Notbeleuchtung spendet spärliches Licht in dem kleinen Saal. Beim Eintreten bemerkt der junge Hacker 5 ältere Männer in feinen Anzügen an den Fenstern, die offensichtlich den Ausblick über die nächtlichen Lichter der Stadt genießen. Und unser George scheint seine Sache sehr gut zu machen. Er hat den Job wirklich verdient. George? Oh, Miles, da sind Sie ja endlich, mit unserem jungen Freund. John, meine Herren, freut mich. Haben Sie unser kleines Problem lösen können? Haben Sie die Rechner? Alles gelöscht? Sie sind zu spät gekommen. Ihr Geld ist längst über alle Berge. So? Du redest nur, wenn du gefragt wirst. Also, Miles? Sichergestellt und zerstört. Dieser Hudson hatte aber nichts damit zu tun, auch wenn sein Office Quelle der Attacke war. Der Junge hier hatte ihn überwältigt und in einer Kammer eingesperrt, um seinen Rechner zu benutzen. Wir haben Hudson befreit. So, das ist gar nicht Hudson. Wer sind Sie? Hier ist dein Ausweis. Victor F. Er ist Deutscher. Oh, dann sind wir ja auch quasi Landsleute. Wie hoch ist der Schaden? Ungefähr. So, 400-500 Milliarden. Plus minus Kleingeld. Der Flächenbrand hat fast 24 Stunden gewütet, bevor wir ihn löschen konnten. Wir arbeiten daran, den Weg der Gelder nachzuverfolgen. Aber es sind einige Millionen Transaktionen, die in Frage kommen. Das wird eine Weile dauern. Ja, ich kann's mir denken. Und ich kann mir auch denken, wer dahinter steckt. Verdammt, wie konnten wir enttarnt werden? Wer hat uns verraten? Victor, ja? Rede, wie habt ihr die schwarze Tulpe pflücken können? Wer hat uns verraten? Niemand. Ich bin Hacker. Der Code muss noch erfunden werden, den ich nicht knacken kann. Wir Hacker haben nämlich das, was euch Geldsäcken fehlt. Kreativität. Egal, wie gut ihr euch verstecken und tarnen mögt, wir kommen euch doch auf die Schliche. Ihr und euer vieles Geld werdet niemals sicher sein. Ach ja. Dann ist es ja gut, dass wir es uns angewöhnt haben, euch zu dezimieren. Miles, rufen Sie bitte meinen Sicherheitsdienst. Die übernehmen jetzt. Und gut gemacht. Der Schaden ist zwar da, aber ich denke, Sie konnten weit Schlimmeres noch verhindern. Wäre schade gewesen, wenn die ganze Mühe der letzten 7 Jahre umsonst gewesen wäre. Security? Ja? Was gibt's? Ihr könnt raufkommen. Es ist jetzt eure Show. Moment. Was haben Sie mit mir vor? Bumm und tot. So ist das, wenn man sich mit uns Geldsäcken anlegt. Ah, da kommt ja schon der Sicherheitsdienst. Guten Abend, meine Herren. Ich habe hier ein Problem, um dessen Beseitigung Sie sich bitte kümmern sollten. Gerne. Dann komm mal mit, Freundchen. Ihre Stimme. Schon wieder? Kenne ich Sie? Na, ich denke, du wirst mich jetzt erst richtig kennenlernen. Sir, Sie können sich auf mich verlassen. Wer sind Sie? Na, T-Rex, dir hat's den Kopf aber ordentlich durchgeschüttelt, was? Erkennst du den guten ENG nicht? Komm, ich mach dir die Handschellen ab. Was für T-Rex? Ich? Was? Welcher Ian? Da waren so viele. Klären wir gleich. Warte mal.
sei mal ruhig. Hör zu. Ah, wir bekommen schon wieder Besuch. Roy. Roy Adams. Schön, dass Sie es doch noch geschafft haben. Sie haben gerade eine Show verpasst, die Ihnen Spaß gebracht hätte. Sie haben von unserem Missgeschick gehört? So ein kleiner Scheißer hat tatsächlich das System geknackt. Stimmt's, Miles? Schon wieder. Aber auch er wird jetzt den Weg alles Irdischen gehen. So. Naja, die sind ja wie Unkraut. Ich hatte so einen gerade auf der Island zu Gast. Sehr unerfreulich, kann ich euch sagen. Aber auch das Problem wurde beseitigt. Naja, anders als gäbe es die Kids an ihrem Computer nicht. Wo bliebe die Herausforderung? Weiß man denn schon, wie groß der Schaden ist, den der kleine Scheiße angerichtet hat? 400-500 Milliarden. Plus minus Kleingeld. Die Ermittlungen laufen. Boah, na, der Rauchzug hat sich ja gelohnt. Mann, du sah aus Neugier, John. Wer war's denn? Los, raus, schnell! Wer? Warten Sie, ich habe ja noch seinen Pass. Sein Ausweis, hier. Genau, Victor F. Jetzt beim Lesen kommt mir der Name bekannt vor. War da nicht schon mal so einer? Vor ein paar Jahren? Was sagen Sie? Wer? Dann zeigen Sie mal her. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Das ist doch unmöglich. Sind Sie ganz sicher? Ich hab doch den Mann letzten Donnerstag eigenhändig auf Deer Island umgebracht. Der ist längst tot. Mausetot. Ich habe selbst den Totenschein gesehen. Der kann auf keinen Fall hier gewesen sein. Sie müssen sich irren. So schnell sie können, verschwinden Victor und Ian G. durch die Menge der Lighting Ceremony hin zu einer bereitstehenden Limousine. Ians zwei stumme Helfer sind derweil wie vom Erdboden verschluckt. Los, Tom, weg hier. Zum Flugplatz, so schnell es geht. Hier geht gleich die Welt unter. Das war verdammt knapp. Adams kam gerade an, als wir den Fahrstuhl betraten. Das hätte tierisch ins Auge gehen können. Aber er hat euch nicht gesehen? Sie schon wieder? Tom? Wo ist Ihr Taxi? Na, du bist ja noch ziemlich neben der Rolle, George, Bruder. Meinst du nicht, dass du unseren Freund jetzt mal aufwecken solltest? Du hast recht. Warte. Hier, T-Rex. Ist für dich. T-Rex? Hallo? Bist du es, T-Rex? Schön, deine Stimme zu hören. Wo bist du? Hast dich ja schon eine Weile nicht mehr bei mir blicken lassen. Nolo? Ja, sicher. Wen hast du denn erwartet? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wo ich bin. Doch, warte. New York. New York. Ja, tatsächlich, ich bin in New York. Verdammt, ich bin in New York. Das ist so krass. Was redest du da? Ist dir nicht gut? Was ist mit dir? Doch, es geht mir gut. Oh, jetzt geht's mir gut. Mein Gott, bin ich glücklich, deine Stimme zu hören, mein Sonnenschein. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber ich denke, das wird sich bald aufklären. Es geht mir gut, wirklich. Und schön, dass du da bist. Ich komme zurück nach Hause, ja? Stimmt's, Ian? Jetzt geht's nach Hause, oder? Ja, George. Jetzt geht's nach Hause. George? Ja, ich heiße Georg. Ich bin Georg. Klar bist du Georg. Und du bist in deiner Stadt, Georg. New York ist deine Stadt und diese Stadt hat auf dich gewartet. Und sie wird dich ganz bestimmt nie wieder vergessen, mein Freund. Na, das hört sich ja nach einer richtigen Jungsparty da an. Ihr macht wohl einen drauf, was? Zu viel getrunken habt ihr wohl auf jeden Fall. Na, schlaf deinen Rausch aus, Georg. Deinen Brand, Herr Brand. Und dann erzählst du mir alles. Wir haben gar nichts getrunken. Wir sind stocknüchtern, ehrlich. Es war was mit einer schwarzen Tulpe. Die war verdammt wertvoll, glaube ich. Und Ernte. Du sprichst sehr seltsam. Schwarze Tulpe? Oh, das ist seltsam. In meinem Büro, auf meinem Schreibtisch, da ist heute eine schwarze Tulpe erblüht. Was? Wo hast du die her? Ist ja wirklich komisch. Die stammt von Tron. Die hat er mir geschenkt, also beziehungsweise die Saat hat er mir geschenkt. Da waren wir gerade zusammen. Ich sollte sie einpflanzen und pflegen, damit ich unsere Liebe würde wachsen und erblühen sehen. Na, und das habe ich getan. Und heute öffneten sich ihre Blütenblätter das erste Mal. Sag ihr, du willst sie in Paris treffen. Wir fliegen nach Paris. Sie soll uns da treffen. Es ist Wochenende. Sie kann das einrichten. Ich soll nach Paris kommen? Sehr gern.
Wo treffe ich euch? Im Hotel Georges der Fünfte. Also gut, ich komme. Ich freue mich auf dich, George. Merkwürdig, das alles. Und noch ein Georg. Tatsächlich ein Hotel, das George heißt? Oh ja. Dort ein Hotel, hier eine Stadt. Eine Stadt? Welche Stadt? Was meinst du? Na, sag ich doch. New York. York. York heißt nichts anderes als Georg, ist nur eine andere Schreibweise. Und damit ist ganz bestimmt nicht der Typ am Weihnachtsbaum vorhin gemeint. Die Lighting Ceremony. York gleich Georg. Aber Moment, warum eigentlich meine Stadt? Na, du hast gerade den größten Raubzug der Menschheitsgeschichte ganz im Alleingang durchgezogen. 500 Milliarden Dollar in einer Nacht. Das macht dir so schnell keiner nach. Wirklich? Das stimmt. Ich erinnere mich, aber das viele schöne Geld, ich habe es ja nicht mehr. Oder doch? Das hat doch diese andere Frau... Margot. Ah ja, es war ziemlich kompliziert, dich hier in die Hände zu spielen. Und zwar so, dass sie keinen Verdacht schöpfen konnte. Inklusive deinem Gedächtnisverlust. Amnesie. Eine häufige Folge von Nahtoderfahrung. Nahtoderfahrung? Was? Was ist denn passiert, verdammt? Und wo ist all das viele Geld jetzt? Habt ihr das? Oh nein. Das hat im Moment Margot. Margot, nicht morgen. Oder doch, manchmal auch morgen. Aber ich verstehe das alles nicht, denn dann war doch alles umsonst? Nein, ganz bestimmt nicht. Es wird sicher ein Heidenspaß, dieser Margot oder morgen das Geld wieder abzujagen. Also ist es noch nicht zu Ende? Ganz richtig, es ist noch nicht zu Ende. Es hat gerade erst angefangen. Aber warum war ich Victor? Na, Victor, kommst du nicht drauf? Du gehst als Sieger vom Platz. Du hast sie alle getäuscht. Victor. Der Name kommt von Victoria. So heißt die Siegesgöttin. Ich? Der Sieger? Oh ja, mein Freund. Die fünf reichsten Männer New Yorks fragen sich gerade, wo ihre 500 Milliarden plus minus Kleingeld geblieben sind. Aber der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht. Und einfach so... ist er weg?